nett zu sein und so. Hast du vielleicht was zu fressen für mich? Ich habe heute noch nichts finden können. Wäre schön, wenn du eine Dose für mich hättest. Klar, wieso nicht? Danke, mein Freund, das werde ich dir nicht vergessen. Was willst du denn vom alten Scrappy? Wovon ernährst du dich hier? Wovon ernährst du dich hier? Na, rate mal, Jungchen, von dem Müll, den die feinen Herren oben im Fort hier runterschmeißen. Meistens lässt es sich davon ganz gut leben. Und wenn sich mal was Brauchbares findet, das man nicht essen kann, dann tausche ich es ein. Ich handle regelmäßig mit Ryder. Der lebt auch hier draußen. Da er Jäger ist, gibt es auch für mich ab und zu mal ein gutes Stück Fleisch auf den Teller. Oh. Da fällt mir ein, er bekommt noch etwas von mir. Würdest du mir den Gefallen tun und Ryder für mich bezahlen? Ich gebe dir natürlich alles mit. Alles klar. Also, nur von dem Müll kannst du dich nicht überleben. Wer ist Ryder? Was bekomme ich für deinen Botengang zu Ryder? Ich gehe für dich zu Ryder. Ich gehe für dich zu Ryder. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich bin froh für jeden Gang, den ich nicht machen muss. So eine Wanderung durch die Wüste ist nichts mehr für mich. Ja, nimm die Bezahlung für Ryder und bring mir mein Fleisch. Dann bekommst du deine Belohnung. Oh. Wer ist Ryder? Okay, leider. Machen wir nur ganz kurz die Mission. Halt diesen Botengang halt. Jetzt sicher nicht allzu weit sein. Scrappy will, dass ich Ryder die Bezahlung für seinen... Ja, genau. So, einmal. Und perfekt, der ist wenigstens nicht so weit weg. Alles klar, die Mission machen wir. Hoffentlich ist die Heilung auch gut. Wenn wir da schön die Pflanzen fressen und hier. Ah, speichern, nice. Uiuiui, das kann eine Ewigkeit dauern. Ach du Scheiße. Holy shit. Holy shit, holy shit, holy shit. Also so viel kriegt man da jetzt auch wieder nicht zusammen, nur hier durch die Pflanzen und so. Muss man nachzugeben. Viel ist das jetzt nicht wirklich. Antike Kraftfahrzeuge. Allerorts entdeckt man diese stummen Zeugen vergangener Tage. Ha. Aber immerhin. Ich glaube, jetzt fehlt uns nur noch... Ich glaube, zwei fehlen uns dann noch und dann haben wir alles. Von der Liste, was denn der... Ihr Kollege denn da so gerne hätte. Ah. Warte kurz. Oh. Dein Marker? Warte kurz, Marker weg. Scrappy und da ist unsere Mission. Aha, ich glaube der Däger oder so. Yep, der Däger. So, genau. Ach du Scheiße, ich kann mal angriffen oder was? So, zack, zack und zack. Tja, das müsst ihr unter euch so regeln. Ich kann da nicht wirklich viel ausmachen. Du kleiner Hurensohn, Alter. Fick dich. So, liegen wir da mal kurz auf. Wir können wenigstens nicht spucken oder sonst irgendwie. Ist da eine Habsche von mir stecken geblieben oder was? Ha, Wahnsinn. Ah, kämpft so ich mal miteinander. Anscheinend sind es eh nur noch zwei, das ist dann wenigstens mal gut. Es wirkt gut für mich. Es wirkt gut. So. Passt. Quick-Zuweisung, bitteschön. Alles klar. Ah. Ach so, das eine bleibt da hängen und der andere ist mal gegangen, oder wie? Der andere ist mal gegangen. Zack, zack, zack und... Okay. Einen haben wir noch. Holy shit, bist du... Oh mein Gott. Alles klar, Digi. Wir haben halt zwar leider nicht wirklich viel gekriegt an XP oder sonst irgendwas, aber weil wir auch nicht gut mitgearbeitet haben, aber egal. Wenn ich so eine Waffe hätte, dann zerfick ich auch alles. Wahnsinn.
Na gut, laufen wir mal zu ihm und gehen wir in die Zahlung. So, jo, Alter. Eine aus Stahl und Aluminium bestehende Metallkonstrukt. Diese verfluchten Schakale, dauernd tauchen hier neue auf. Manchmal könnte man glauben, dass sie es riechen können, dass ich ihre Familien getötet habe. Also, das ist nicht schlecht. Und du tötest Schakalfamilie? Was wollen die Schakale hier? Hm? Du tötest Schakalfamilien? Natürlich töte ich sie. Ich bin schließlich Jäger. Aber ich jage nicht nur Schakale. Ich jage alles, was lebt und dessen Fleisch man verkaufen kann. Ah, gut, dann gehst du zum Fort, lass uns Schakale jagen gehen. Ja, das. Ich habe deine Bezahlung. Ah, sehr gut, vielen Dank. Auf den alten Scrappy ist einfach immer Verlass. Hier, das ist für dich. Du sollst schließlich auch nicht mit leeren Händen dastehen. Tu mir den Gefallen und bring den Deal zwischen mir und Scrappy in trockene Tücher. Bring ihm diese Fleischstücke. Die stehen ihm noch zu. Perfekt. Lass uns Schakaljagen gehen, ha? Nee, du, lass mal. Ich habe für diese Woche schon genug gejagt. Ich werde mich erstmal wieder ein bisschen entspannen, bevor ich aufbreche und versuche, meine Waren zu Geld zu machen. Gehörst du zum Vor? Nicht direkt. Ich würde mich als Outlaw im ursprünglichen Sinne bezeichnen. Fressen oder gefressen werden. Um mehr geht es hier draußen nicht. Ich lebe lieber hier draußen zwischen den Schakalen, als da oben im Vor und lasse mich den ganzen Tag voll schwatzen. Die Outlaws im Fort behaupten, frei zu sein. Die Wildnis und die Jagd ist der wahre Kern der Freiheit. Okay. Alles klar. Kannst du mir etwas verkaufen? Das wird geil. Je mehr ich die hier verkaufen kann, desto weniger muss ich nach Abessa oder ins Fort schleppen, um es zu verkaufen. Sag mir, was du brauchst. Vielleicht habe ich's ja. Aber ich kann dir nicht alles verkaufen. Ich habe noch eine Lieferung, die ans Crappy gehen muss. Zeig mir deine Ware. Was brauchst du? Gute alte Konservendosen. Wie schaut's? Okay. Rostige. Achso, das ist ja meins. Alles klar. Oh, schade, keine Waffen oder sonst irgendwie. Das ist ein Arsch. Ja, Bolzen wäre nie schlecht. Wenn man ein paar einkaufen, vielleicht Heiltränke oder so, kleiner Heiltrank, genau. Perfekt. Dankeschön, servus. War mir ein Vergnügen, die. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ah, muss ich das noch markieren, die Mission, oder wie? Ja. Passt. Die Markierung, genau, und das bringen wir ihm jetzt wieder zurück. Damit er ja schön brav aus der Fläche kriegt und so. Auf alle Fälle. Zack. Na, immerhin. Immerhin. Immerhin wieder 2 XP mehr, wow. Aber immerhin. Immerhin etwas. Aber wenn man mal ganz still ist, dann hört man gleich mal die Umgebung auch. Richtig nice. Aber immerhin. 2 fehlen uns wahrscheinlich noch. Da werden wir uns dann natürlich dann noch hinsprinten. Also teleportieren. Und so alles drum und dran. Den Kollegen werde ich dann definitiv dann ablösen. Obwohl seine Fernkampfsachen sicher nicht so schlecht wären. Teilweise. Aber nur teilweise. So, bitteschön. Fleisch von Ryder dabei. Nur von dem Müll kannst du nicht überleben. Ah, schade. Ich habe dein Fleisch von Ryder dabei. Ah, endlich. Her damit. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon darauf warte. Das sollte mich die nächsten Wochen erstmal überm Sand halten. Ah, gut. Das Zeug nicht schlecht. Ich habe da so meine Methoden, das Fleisch frisch zu halten. Ah. Sag mir mal, was du als Belohnung haben möchtest. Ich hätte hier eine alte Waffe. Stimmt's? Oder meine letzten paar Splitter, wenn du darauf bestehst. Ah! Eine neue Waffe! Eine neue Waffe kann nicht schaden. Kein Problem. Hier, nimm. Oh, danke. Eine Armbrust. Oh, nicht schlecht. Eine Armbrust. Geile Scheiße.
Geile Scheiße, eine Armbrust. Holy shit. Ja, müssten wir mal einen Kampflehrer kennenlernen. Eine Armbrust, Quickzuweisung, die ist da. Und haben wir überhaupt irgendetwas? Wartet. Okay, ich will nur dieses Wechseln oder so. Also, das muss ja da geben oder so. Perfekt, Leute, perfekt. So. Jetzt nochmal zu der Mission. Gefährten, Elektronik, Verfolg. Genau. Nee. Genau, das war einmal dann da und das war dann einmal da. Da werden wir die Schnellreise machen, teleportieren. Und ich würde sagen, Leute, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.